Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. In diesem Video zeige ich euch das Unboxing des Isana Adventskalenders. So sieht er aus. Ist in so einem schönen rosa Design. Genau, Isana ist eine Eigenmarke von Rossmann, deswegen werden sich 100% auch hier nur Isana Produkte drinne verbergen. Da schauen wir jetzt gleich mal zusammen rein. Was dieser Adventskalender kostet, weiß ich nicht, dadurch, dass ich ihn von einer Freundin geschenkt bekommen habe, um ihn einfach hier vorzustellen. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht viel, fangen wir direkt mal an. Die Nummer 1 haben wir hier. Hier haben wir eine Pre-Wash Haarmaske drin, natürlich von Isana. Pre-Wash bedeutet, genau, vor dem Shampoonieren einfach diese Haarmaske in die Haare einmassieren, auftragen. Genau, 15 bis 20 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Shampoo und klarem Wasser gründlich ausspülen. An sich ein cooles Produkt, sowas hatte ich bisher noch nicht. Wir haben hier 20 Milliliter, also perfekt zum Ausprobieren. Das war die Nummer 1. Jetzt gucken wir mal, wo sich die 2 verbirgt, hier unten. Hier haben wir eine Cremeöldusche. Die soll wohl einen Schokoduft haben, da rieche ich doch jetzt gerade mal dran. Genau, der hat so einen leichten Schokoduft, diese Cremeöldusche, an sich ein cooles Produkt. Ja, Cremeölduschen oder generell Duschpflege kann man immer gebrauchen. Probiere ich auch gerne mal aus, wird bestimmt auch in einem Aufgebraucht-Video von mir dann irgendwann mal zu sehen sein. Das war die Nummer 2. Hier die Nummer 3 ist was relativ Großes, die verbirgt sich hier unten. Hier haben wir farbige Badeperlen mit einem fruchtigen Duft. Da rieche ich jetzt nichts von. Generell, wir haben zu Hause hier leider keine Badewanne. Die wird vielleicht irgendwann im nächsten Jahren mal kommen. Vielleicht kann man das auch einfach wieder schön weiter verschenken. Wie gesagt, an jemanden, der ja, eine Badewanne hat, gerne baden geht. An sich ist es aber kein schlechtes Produkt, finde ich. Genau, da steht auch hinten drauf, färbt das Wasser, aber nicht die Haut. Das ist ja immer ganz wichtig. Genau, da würde ich sagen, das war die Nummer 3. Schauen wir, was sich in der Nummer 4 verbirgt. Ich muss jetzt genau ein bisschen suchen. Ich mache die Kläppchen auch an sich wieder zu. Die Nummer 4 haben wir hier oben. Hier haben wir ein belebendes Waschgel drin. Das ist ja was für die Haut. Entfernt sanft und gründlich Make-up, Hautablagerungen sowie Schmutzpartikel. Ich muss mit meiner empfindlichen Haut immer mal aufpassen, was ich an sich benutze. Das ist einfach ein ganz normales Reinigungswaschgel eben für die Gesichtshaut. Genau, morgens und abends auf die angefeuchtete Haut auftragen, mit etwas Wasser aufschäumen, Augenpartie aussparen und mit Wasser wieder abspülen. An sich ein brauchbares Produkt. Die Nummer 4 war das. Die Nummer 5, die verbirgt sich hier, etwas kleineres. Das ist cool. Und zwar haben wir hier eine Ampulle drinne. So sieht sie aus. Ein Beauty-Konzentrat, AHA-Peeling für jeden Hauttyp geeignet. 2 Milliliter. Generell, ich habe ja von diesen Babo-Ampullen noch dieses Ding, um hier oben diese, ja, diese Kapsel, sage ich jetzt mal, abzubrechen. Gut, dass ich das aufgehoben habe. Sonst wüsste ich wahrscheinlich nicht, wie ich dieses Serum aufmache. An sich, ja, auch ein brauchbares Produkt. Werde ich auch sehr, sehr gerne testen. Jetzt haben wir die Nummer 6. Und die Nummer 6, genauso wie die 24, ist ja immer so ein, ja, so ein, fällt vielleicht was runter. So ein Produkt, wo man natürlich immer was Besonderes erwartet. In der Nummer 6 verbirgt sich hier, was ist das denn, ein Armband? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es so aus. Ich würde sagen, es ist ein Armband. Ja. Jetzt nicht so mein Ding, um ehrlich zu sein, auch wenn die Farbe zu mir passt. Ich denke vielleicht, oder ich könnte mir vorstellen, dass dieser Adventskalender auch eher an die jüngere Generation gerichtet ist, ja. Nicht Ü30, so sieht's aus, an sich süß, aber ich denke, ich habe dafür keine Verwendung und werde es gerne sonst ansonsten, ja, einfach weiterschenken an jemanden, der das hoffentlich gebrauchen kann. Das war die Nummer 6. Die Nummer 7 ist auch wieder was Größeres. Und zwar haben wir hier von Isana Augenpads. Ich finde, Augenpads kann man immer gut gebrauchen. Ja, hier, die klebt man sich einfach unter das Auge. 15 bis 20 Minuten soll die einwirken. Dann kann man sie abnehmen und eventuelle Reste einfach in die Haut ja, anmassieren. So mache ich das jedenfalls. Genau, ist genau das hier sowas wirken. Abschwellend mit Vanilleextrakt und Panthenol. An sich auch ein brauchbares Produkt.
die Nummer 7. Jetzt haben wir die Nummer 8. Wo haben wir die? Hier, auch wieder was Kleines. Ah, okay, da haben wir wieder eine Ampulle drin. Und zwar ein Konzentrat Vitamin C. Sieht so aus. Was Bräunliches. Genau, 2 Milliliter. Auch die gleiche Größe wie das andere Serum schon. Probiere ich sehr gerne aus, werde ich sehr gerne testen. Und wie gesagt, kommt dann auch in einem Aufgebraucht-Video von mir. Die Nummer 8, jetzt haben wir die Nummer 9. Da werden wir uns hoffentlich drüber freuen, so rum. Und zwar haben wir hier eine verwöhnte Fußmaske mit Massageperlen. Genau, eine Fußmaske kann, denke ich mir, auch jeder gebrauchen. An sich ist es ja so, wir haben so viele für den Körper, fürs Gesicht, für die Haare. Aber die Füße werden ganz, ganz oft einfach vernachlässigt. Das ist eine Fußmaske, die verteilt man auf den Füßen in Kreis, in Bewegung. Soll man die einmassieren, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Und dann kann man eventuelle Reste mit einem Kosmetiktuch einfach abnehmen. Ein brauchbares Produkt, finde ich sehr gut. Die 10 haben wir wo? Hier. Eben hatten wir was für die Füße, jetzt haben wir was für die Hände. Und zwar haben wir hier einen Hand- und Nagelbalm, 24 Stunden Feuchtigkeit. Generell Handcreme nutze ich sehr, sehr gerne. Nicht nur im Winter, natürlich auch im Sommer. Ich habe so ein kleines Ritual. Bevor ich ins Bett gehe, muss ich immer meine Hände eincremen, sonst kriege ich immer die Krise. Ich weiß nicht, jeder hat so einen kleinen Tipp. Tick, das ist meiner. An sich ja auch ein brauchbares Produkt, gutes Produkt. Die Nummer 10 war das. Jetzt suchen wir mal die Nummer 11 zusammen. Ach, die Nummer 1 wollte ich, die Nummer 11 haben wir hier unten. Hier haben wir eine All-in-One-Cream mit Bios-Kokosöl. Die schützt und generiert Gesicht, Hände und Körper mit wertvollen Ölen und einem Bio-Vanille-Extrakt. Sie duftet herrlich und hinterlässt ein geschmeidiges Hautgefühl. Ich gucke mal, ob ich gerade mal aufmachen kann. Also ich denke mir mal, oh, die werde ich dann eher... Ja, die riecht gut, aber die werde ich mir eher ja, als Bodylotion benutzen. Also ich werde mir die nicht ins Gesicht schmieren. Dadurch, dass bei manchen Produkten meine Haut ja, reagiert. Mit Rötung, Pickelchen, wie auch immer, werde ich die als Bodylotion nehmen. So, ich habe mir die jetzt hier mal aufgegeben. Ja, riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Ein toller Duft. Werde ich gerne als Bodylotion benutzen. Ja, die Nummer 11 hatten wir jetzt. Jetzt kommen wir zu der Nummer 12. Die verbirgt sich hier oben. Okay, hier haben wir Nagelfeilen drin. So, ein kleines Päckchen. Huch, fällt gerade runter. 5 Stück an der Zahl. Ist wohl so ein kleines Heftchen. Man kann sich dann immer hier diese Nagelfeilen rausnehmen, je nachdem, wann man sie benötigt. An sich, jeder kennt diese Standard-Nagelfeilen. Also sowas Kleines hatte ich jetzt bisher noch nicht. Nagelfeilen kann man aber an sich auch immer benötigen. Oder brauchen an sich jetzt auch ein Produkt, ja, was man brauchen kann. Gut, jetzt kommen wir zu der Nummer 13. Ah, hier haben wir einen Pinsel drin, ne? Der sieht so aus. Ich hole den gerade mal raus. So ein Pinsel. Genau, kann man auch, ja, ich denke mal, das ist eher für so Rouge, Puder. Kann man den bestimmt gut benutzen. Ja, Pinsel kann man immer gebrauchen. Ich sag mal, wenn ein Pinsel in einem Adventskalender drin ist, ist es okay. Ja, wenn mehr als einer drin ist, finde ich es dann irgendwie langweilig, weil ja, notfalls kauft man sich diese Pinsel halt einfach selber nach. Der will dann in die Verpackung, dann quetsche ich ihn halt so rein. Hier, wieder zumachen. Die Nummer 13 war das, jetzt kommen wir zu der Nummer 14, die verbirgt sich hier oben. Hier haben wir einen Ultra Matte Primer. Perfektionierter Teint, genau, mit Hyaluronsäure, spendet ein gepflegtes Hautgefühl. Niacinamid hilft effektiv bei der Talgregulierung, sodass die Haut weniger nachfettet und vergrößerte Poren kleiner erscheint. Also früher war das bei mir so, ich habe immer nicht so gerne neue Produkte ausprobiert, weil ich halt einfach wusste, was ich an den bisherigen Produkten gut fand oder weil meine Haut nicht immer alles verträgt. Ich kann es gerne mal ausprobieren, kann gucken, wie meine Haut darauf reagiert. Ja, ich lasse mich mal überraschen, 20 Milliliter, ansonsten wird der einfach weiter wandern, also weiter verschenkt. Da wird sich dann irgendjemand anders drüber freuen. Das war die Nummer 14, die Nummer 15 suchen wir jetzt zusammen mal. Wo ist die denn? Ach, hier unten, die großen Kläppchen sieht man immer nicht. Na komm her. Hier haben wir eine verwöhnte Maske, so sieht sie aus, mit Kakao und Mandel.
Genau, ist eine Einmalanwendung, enthält 8 Milliliter. Die intensiv pflegende und regenerierende Formel mit Kakaobutter, Mandelöl, Panthenol und Mandelextrakt spendet der Haut pure Entspannung und ein herrliches Wohlgefühl. Genau, nach der Reinigung einfach auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und dann die Reste mit einem Kosmetiktuch abnehmen. An sich auch ein brauchbares Produkt. Nummer 16 kann ich mir schon vorstellen, was sich hier drin verbirgt. Nee, doch nicht. Und zwar haben wir in der Nummer 16 von Isana so einen Lippenpflegestift. Glamorous. Der sieht so aus. Der hat so einen Perlmutterschimmer. Boah, das erinnert mich. Früher gab es doch bei Schlecker. Gut, Schlecker gibt es jetzt nicht mehr. Die Älteren werden es vielleicht noch kennen. Gab es doch auch immer so einen Lippenstift. Der hat so ähnliche Farbe wie der hier. Wenn man sich zu viel davon auf die Lippen geschmiert hat, dann sah das nicht mehr schön aus. Aber ja, das hatte, glaube ich, das kennen bestimmt viele von euch. Nummer 16, jetzt kommen wir zu der Nummer 17. Hier verbirgt sich ein Augenpad oder Abschminkpad. Es wundert mich, dass jetzt hier nur eins von drin ist, weil man hat ja, ich sag mal, zwei Gesichtshälften, ja. Und wenn man hier mit einem Auge abschminkt, möchte man gerne das andere auch abschminken. Deswegen ich jetzt besser cooler gefunden, wenn wir davon zwei Stück drin haben. An sich jetzt auch nichts Schlechtes. Meiner Meinung nach zwei sind besser als eins, weil man hat zwei Augen, ja. Muss ich das dann nicht irgendwie aufteilen. Aber ja, ist okay. Nummer 17. Jetzt kommen wir zu der Nummer 18. Die verbirgt sich hier unten. Ja. Haben wir nochmal was für die Füße. Und zwar ein Fußbadesalz mit fruchtigem Duft. Das ist einfach ein Badesalz. Kann man in 5 Liter warmem Wasser auflösen und die Füße da drin baden. Vielleicht vorher das Peeling machen. Passt ja ganz gut. Perfekt wäre es natürlich jetzt, wenn wir noch eine Fußcreme hatten. Aber wir haben ja noch ein paar Kläppchen. Mal gucken, was sich noch da drin da verbirgt. Wie gesagt, an sich ist es auch kein schlechtes Produkt. So, Nummer 19. Jetzt muss ich ein bisschen suchen. Ach, hier oben. Auch wieder was schon mal. Oh, jetzt ist mir das Ding kaputt gegangen. Ah, egal. Hier haben wir, ach genau, wieder ein Beauty-Konzentrat. So sieht es aus. Bakuchiol Booster für jede Haut. 2 Milliliter. Genau, wie die anderen Booster teste ich auch sehr, sehr gerne. Der hat jetzt so eine milchige Farbe. Ja. Ganz okay, nicht schlecht. Wie gesagt, teste ich gerne. Die Nummer 20 haben wir wo? Na, hätte ich die Türchen besser offen gelassen, hätte ich sie besser finden können. Wo ist denn die Nummer 20? Nicht blind? Nein, direkt daneben. Naja. Ah, hier haben wir eine Bodybutter drin. So sieht sie aus. 20 Milliliter mit Kokosöl. Gucken. Ja, die hat hier noch so eine Folie drauf, deswegen lasse ich die jetzt auch drauf. Ist halt so eine kleine Bodybutter für den Körper, also ich stimme immer ein oder zwei Anwendungen und dann ist sie auch leer. An sich kann man auch immer gebrauchen, vor allem jetzt in der Winterzeit, wenn die Haut sowieso ein bisschen trockener ist. Dann die 21. Wo ist die? Hallo? Hier haben wir eine Oil-to-Milk Peeling für ein geglättetes Hautgefühl, so sieht es aus. Das ist wohl, jetzt muss ich mal lesen, genau, dieses Oil-to-Milk Peeling verwandelt sich durch die Berührung mit Wasser in eine pflegende Peelingcreme und reinigt die Haut mit feinem Peelinggranulat aus Vulkangestein. Zweimal die Woche auf das angefeuchtete Gesicht geben, mit kreisenden Bewegungen sanft einmassieren und mit lauwarmem Wasser abspülen. Naja, muss ich auch gucken, ob das bei mir funktioniert. Naja, bei Gesicht, wie gesagt, bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich guck mal, ob man hiervon was sehen kann. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. So eine. Oh, es kommt mehr heraus, als ich dachte. Ja, muss ich mir gleich abnehmen. Riecht aber auf jeden Fall nicht schlecht. So. Weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, hat einen angenehmen Duft. Jetzt muss ich mal gerade abschmieren. Genau, so, das war jetzt die Nummer, was habe ich gesagt? 21. 22. Die haben wir hier. Und hier haben wir ein Cremebad, auch wieder mit Schokoduft. So sieht es aus. Hat bestimmt wieder den gleichen. Ja, genau.
den gleichen Schokoduft wie in der 1 oder der 2. Schon diese Cremedusche. Wie gesagt, entweder wird dieses Produkt weiter wandern oder ich benutze es ganz normal als Duschgel. Ich weiß es jetzt noch nicht, dadurch, dass wir halt keine Badewanne haben. Aber an sich auch ein brauchbares Produkt. So, kommen wir schon zu der 23, dem vorletzten Türchen. Hier haben wir noch eine Ampulle. So sieht sie aus. Hier haben wir ein Beauty-Konzentrat, Squalane Ölserum. Genau, auch wieder die gleiche Größe, 2 ml. Auch wieder in so einem Glas-Design, Tiegel-Dings. Ja, wie die anderen probiere ich auch gerne aus. Gucke, ob sie bei mir, was sie auslöst. Und dann seht ihr sie in einem Aufgebraucht-Video. Genau. So, das war die 23. Gucken wir mal, was sich in der 24 verbirgt. 24, wie gesagt, wie die Nummer 6, ist immer, soll immer was Besonderes sein. Okay. Was Kleines. Und zwar sieht es aus wie ein Anhänger für ein Armband. Ja, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. So sieht's aus. So ein Sternchen. Ja, mit so ein paar Steinchen dran. Ja, es kann natürlich sein, wenn sich dieser Adventskalender eher ein bisschen an Jüngere richtet, dann die freuen sich darüber. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das hier an meinem Armband dran mache. Ich denke eher nicht. Für die Nummer 24 hätte ich mir was anderes vorgestellt als jetzt hier so ein Anhänger. Gut, es war jetzt drin. Ich würde sagen, wir haben jetzt alle Türchen hier aufgemacht. An sich eine bunte Mischung. Wir haben was für die Füße, wir haben was für den Körper, fürs Gesicht. Gut, wir haben so 2-3 Accessoires, wo ich sage, ja, ist in Ordnung. Oder auch so, nicht so mein Ding, kann ich aber weiter verschenken. An sich fand ich den jetzt nicht schlecht, den Adventskalender. Ne? Wie gesagt, bis auf ein paar Ausnahmen. Und dann würde ich sagen, wir haben alle 24 Kläppchen durch. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr Adventskalender dieses Jahr gekauft habt. Ich habe ja ein paar hier, die ich euch vorstellen werde auf dem Kanal. Gerne könnt ihr aber auch unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren auch einfach sagen, okay, hat euch dieser Kalender gefallen? Würdet ihr den nachkaufen? Habt ihr den vielleicht selber? Habt ihr euch jetzt spoilern lassen? Lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, wir sehen uns bald wieder in einem anderen Video. Bis dann. Tschüss.